Also, so wie man sieht, besteht die fast zu 100% aus Edelgas. Nicht nur, wie gesagt, die alten Gräser sind auch noch erhalten, aber das werde ich nachher zeigen. Genau, also das ist eine Fläche für uns, reines Dauergrünland. Das ist auch das Ziel, Dauergrünland auf Ackerfutterniveau zu bringen, also gute Energiedichte, aber das kommt gleich in dem Bild raus, eigentlich hochwertiges Grünland zu malen mit mehr als 6 Megajoule, mit mehr als 15% Rohprotein, natürlich auch der Ertrag muss passen. Gute Tragfähigkeit der Grasnarbe brauchen wir in Zukunft für die schweren Maschinen. Dichter Bestand, das ist auch immer so ein Thema bei einer Sanierung. Sauberes Futter und eben dann der Erfolg in der Fütterung. Und wie kriegt man das hin? Habe ich mir dann überlegt, also Sorten raussuchen. Und da wurde ich ja hauptsächlich, sind wir auf diese Sorten bei uns gestoßen oder verschiedene Gräserarten, sagen wir es mal so. Deutsches Weidelgras, ganz klar, hauptsächlich wegen dem Futterwert und der Blumenentwicklung, sage ich mal. Lischgras haben wir sehr viel bei uns mit drin und eben die Wiesenrispe, wo etwas dicht macht und mal im Bestand selber. Einfach hauptsächlich ganz stark auf den Futterwert geschaut, weil der Futterwert sagt immer aus, wie gut die Kühe das verdauen können, wie viel Milch nachher rauskommt. Das war so der Gedanke damals. Klar, man kann doch schauen, Futterwertzahl, deutsches Weidelgras bei 8. Denn die ganzen Kleearten sind immer bei 7 bis 8. Und dann gibt es Wiesenschwingel, Wiesenmilchgras, Wiesenfuchsschwanz, die sind auch alle nicht so schlecht. Auch die Wiesenrispe eben immer nach der Futterwertzahl schauen. Und hauptsächlich bei uns das Problem im Süden, sage ich mal, die Gemeinde Rispe, eine Futterwertzahl von 4. Und das ist das Problem. Wenn zu viel gemeine Rispe mit drin ist, dann gibt es so einen modrigen Geruch. Und ich sage jetzt mal, die Kühe schmecken das auch später noch. Vor allem sieht man das bei uns im Süden, wenn die Kühe weiden oder auch die Rinder weiden und die reißen so gemeine Rispe auf den Boden mit raus, dann spucken das schlechte Gras wieder zur Seite raus. Also das kann man sehr gut beobachten, da liegt dann nur so Graswischel auf den Weiden. Und das ist eigentlich gemeine Rispe. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.